Schönen guten Tag, was geht ab? Willkommen zum Flashback hier auf Mr. Trashback. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube-News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Am vergangenen Samstag ist mein neues Format Fake Filter gestartet, welches ich zusammen mit der BPB, der Bundeszentrale für politische Bildung, umsetze. Wie der Name schon sagt, wird hier Fake gefiltert und zwar die Fake News. Ich komme ja echt oft in Kontakt mit Fake News und bei euch ist es sicherlich ähnlich. Und deswegen denke ich mir, es ist einfach ein extrem relevantes Thema, worüber man reden sollte. Und ich habe nun die Möglichkeit dazu bekommen, dieses Thema anzusprechen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice geworden. Deswegen guckt da gerne mal rein. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ich habe mich natürlich auch schon so ein bisschen in den Kommentaren rumgetrieben und habe mir manchmal echt gedacht so, oh, okay, das Format ist wirklich extrem wichtig. Mir wird da zum Teil vorgeworfen, dass ich ja nur Fake News verbreite und so ein Schwachsinn, ist natürlich Quatsch. Ohne Witz, genau deswegen ist dieses Format so wichtig, um zu verstehen, was sind Fake News, was ist Clickbait, was geht und was nicht und ab wann ist eine Fake News eigentlich eine Fake News. Das alles wird in den nächsten Folgen erklärt. Jetzt morgen am Dienstag kommt die zweite Folge. Bleibt auf jeden Fall dran, was es angeht und seid gespannt. Ich habe mega Bock drauf und ich bin gespannt, wie eure weiteren Meinungen und Gedanken dazu sind. Der US-Minecraft-YouTuber Sky, das Minecraft, hat aufgehört, Videos zu machen. Er hat über 11 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal und nun ist dort vorbei. Er kann sich nicht mehr mit Minecraft identifizieren und er findet, dass sich die Minecraft-Community extrem gewandelt hat. Und für ihn sogar sehr zum Schlechten. Viele Jahre war er Teil der Minecraft-Community auf YouTube. Nun möchte er nicht mehr als Minecraft-YouTuber gesehen werden. Trotzdem möchte er weiter Videos machen und das macht er auch auf seinem neuen Kanal. Dort will er random Bullshit-Videos machen und ganz viel Musik. Und was er auch ganz klar betont ist, es wird auf keinen Fall kinderfreundlich sein. I've made a new channel where I'm completely unkid-friendly. Sein neuer Kanal hat jetzt schon über 1 Million Abonnenten, was erstmal extrem viel ist, aber wenn man bedenkt, dass sein eigentlicher Hauptkanal über 11 Millionen Abonnenten hat, dann sind gar nicht so viele Leute mit rübergewandert. Ist aber natürlich auch noch ganz frisch, kann sich also noch ändern, dass es noch wesentlich mehr werden auf seinem neuen Kanal. Ganz vorbei ist es auf seinem Kanal Sky das Minecraft aber nicht. In Zukunft möchte er dort nämlich User-Videos hochladen. Seine Community, die er sich aufgebaut hat über die Jahre, möchte er also weiter am Leben halten und denen helfen, über seinen Kanal Reichweite zu generieren. Die Werbeeinnahmen, die durch die Community-Videos erreicht werden, sollen nochmal geteilt werden zwischen Sky und seinen Fans. Die YouTube-Landschaft verliert so einen weiteren extrem erfolgreichen und großen YouTuber, beziehungsweise teilweise. Dass sich YouTuber umorientieren, ist ja nichts Neues. Das haben schon viele gemacht. Allerdings ist es auch so, dass es bei einigen der Fall ist, dass sie denn doch zum alten Ding zurückkehren. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Apecrime. Apropos Apecrime, da gibt's ja auch was Neues. Zwar nicht direkt von Apecrime, aber Apecrime ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, denn Leon Mascher hat einen Diss-Track gegen Apecrime veröffentlicht. Wow. Was rede ich dir bitte von Fake Pranks? Klickt alle, hier ist mein Statement. Lieber mach ich ein paar Fake Pranks, als zu chillen mit nem Haufen von Fake Friends. Es ist Mediakraft und mein Tube One, weil die Deals für euch niemals genug waren. Die Gier fließt durch eure Blutbahn. Wie kommt's, dass wir eigentlich cool waren? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, der Flow hier ist wesentlich besser als bei den anderen Songs von Leon. Den Beat, den kann man sich tatsächlich auch geben. Die ganze Aufbereitung des Videos, natürlich auch der Text, ist ziemlich selbstironisch. Das ist jetzt natürlich einfach alles aus meiner Sicht. Ich sehe mich ja jetzt nicht irgendwie als Rap-Experten oder so ein Bullshit. Der Song an sich hat trotzdem eine extrem schlechte Bewertung und zwar von etwa 70%. Wenn man dann mal in die Kommentare reinguckt, sind da aber auch viele Leute, die gedisliked haben, weil sie Apecrime-Fans sind. Den Song hat Leon aber nicht alleine gemacht, er hat sich noch einen Feature-Gast mit reingeholt, und zwar Ali Ass. Das ist schon ein ziemlich erfolgreicher deutscher Rapper. Der Inhalt von Leons Parts sind im Prinzip, Apecrime sind irgendwie geldgeil, Genghis ist fett und lieber macht er Fake-Pranks, anstatt mit Fake-Friends rumzuhängen. Das kann man jetzt natürlich auch so auslegen, dass Leon hier zum ersten Mal so richtig bestätigt hat, dass er tatsächlich hin und wieder Fake-Pranks macht. Der Part von Ali ist natürlich ziemlich stark geworden. Leon, er kommt mich per FaceTime. Erzählt mir was von diesen Apecrime. Eine Menge von Klicks, doch ich kenne sie nicht, denn ich hänge nicht mit solchen Lanes, nein. Was man hier natürlich auch wieder merkt, den klaren Flow-Unterschied. Auch wenn Leon hier schon wesentlich besser ist, merkt man schon, okay,
Da ist ein richtiger Profi am Werk. Seine Aussagen sind hier, dass Ape Crime eine Schande für die Plattenindustrie ist. Aber auch dann wird er noch selbstironisch und meint, er möchte den Fame von Leon abgreifen und promotet im gleichen Zug im Prinzip auch noch sein neues Album. Eure Comedy sei mies, was nicht mies im Sinn von gut wie das Insomnia Release. Ist tatsächlich mal gut umgesetzt, auch videotechnisch. Vom Style her ist es eigentlich eine runde Nummer geworden. Wer sich für den Beat interessiert, der Beat ist übrigens einem Sample von der finnischen Metal-Band Nightwish. Und zwar aus dem Song Planet Hell. Hier mal der Anfang von Leons Song. Was rede ich dir bitte von Fake Pranks? Klickt alle, hier ist mein Statement. Und hier der Anfang von Planet Hell. Das Sample wurde allerdings nicht nur von Leon benutzt, das haben auch schon andere Künstler benutzt, zum Beispiel Meek Mill. Und zwar mit seinem Song Pray for EM. Was ich mich jetzt so frage ist, werden Roasts nun der neue Trend auf YouTube? Das Ding ist, jetzt vor kurzem hat ja UpRap ein Roast gegen mich gemacht, jetzt kommt Leon Mascher und Roasted Ape Crime. Ich bin gespannt, was denn noch alles so kommt. Die beiden haben auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie mehr in diese Richtung machen wollen. Das Ding ist halt, wir hatten jetzt schon Beefs, wir hatten Fake Beefs, wir hatten allen möglichen Scheiß. Und dieser ganze Bullshit wird halt immer größer, was in meinen Augen total traurig ist. Ich meine ganz ehrlich, klar, ich habe da was zum drüber reden, zum richten, aber ich würde schon lieber über positive Dinge reden, als immer wieder über irgendeinen negativen Scheiß. Alle wichtigen Infos natürlich nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommen wir zu euch, und zwar zum Kanal der Woche. Wie ihr unschwer erkennen könnt, schauen wir uns heute Donkey Kong 64 an. Aber wolltet ihr nicht auch schon immer mal die volle Ladung Dong in moderner 3D-Polygon-Grafik erleben? Nein? Tja, Pech gehabt, ihr bekommt sie trotzdem und glaubt mir, ihr wollt sie auch. Also ohne jetzt blöd weiter herumzulabern, lasst uns direkt loslegen. Freunde, zieht euch auf jeden Fall Fake-Filter rein, Daumen nach oben, teilt das Video für mehr, schaut auf einfach Phil vorbei und habt ganz viel Spaß im Internet, lasst euch nicht ärgern, roastet nicht zu viele Menschen, außer Beef, denn geroastetes Beef ist schon ziemlich geil. Alles klar, bis dann, Peace and out.